grüße euch ganz herzlich. Ich bin Caro, ich bin 27 Jahre alt und werde euch heute zeigen, wie man eine asiatische Kürbissuppe kocht. Die ist sehr einfach, auch für Anfänger geeignet, super. Und man braucht circa eine halbe Stunde dafür. Das heißt, es ist auch ein schnelles Gericht, in der kalten Jahreszeit sehr gut zu handeln. Dann zeige ich euch einmal, was man dafür alles braucht. Wir brauchen natürlich Kürbis, der ist schon mal gewaschen. Wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen Ingwer, wir brauchen Kürbiskerne, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, etwas milden Curry, etwas Olivenöl, 600 ml Brühe und etwas Schlagsahne und wer möchte, ein bisschen Zitrone dazu. Ja, wir brauchen noch eine Pfanne, einen großen Topf, ein sehr scharfes Messer, ein Schneidebrett, eine Reibe und dann können wir auch schon loslegen. Wir haben alles dabei. Gut, wir beginnen einmal mit dem Kürbis. Hokkaido-Kürbis muss nicht geschält werden, die Schale kann mitgegessen werden, das ist das Tolle an diesem Ding. So, ich beginne damit, den Kürbis der Länge nach aufzuschneiden. Da braucht man ein bisschen Kraft, das ist nicht so leicht. Ruhig mutig bei der Sache sein. Man kratzt die Kürbiskerne aus, wer mag, kann diese auch aufheben und noch rösten. Selbstgemachte Kürbiskerne sind sehr lecker. Wir haben hier eine Schale, da kann man den ganzen Abfall auch reintun. Wenn ihr alle raus habt, dann wird der Kürbis gewürfelt. Wir schneiden die Enden dazu ab, die brauchen wir nicht. Es ist leicht, wenn man sich so ein bisschen drauflegt auf das Messer. Immer natürlich schön auf die Finger aufpassen. So, dann werden die gewürfelt. Muss auch gar nicht so ordentlich sein. Das wird nämlich nachher püriert. So, das hätten wir gewürfelt. Dann wenden wir uns einmal den Ingwer zu. Ingwer ist auch ganz toll, wenn man krank ist oder sonstiges. Einfach ein bisschen im warmen Wasser aufgießen, klein schneiden und dann eine schöne Brühe draus machen und trinken. Sehr lecker mit Honig. Gut, wir schälen den. Das kann jeder auch nach Bedarf gerne variieren, die Menge vom Ingwer. Einige mögen es nicht, andere finden es total lecker. Da kann jeder das so machen, wie es ihm schmeckt. So, Ingwer reiben wir heute. Durchs Reiben werden die Fasern zerstört und deswegen hat man nachher auch das nicht mehr im Mund. Das ist vielleicht manchmal nicht so angenehm. So, der ist gerieben. Nach Bedarf kann man nachher noch mehr machen. So, jetzt kommen die Zwiebeln dran. Die schälen wir erstmal. Die werden jetzt fein gewürfelt. Man schneidet am besten einmal durch die Länge durch, hält sie hier gut fest, passt auf seine Finger auf, schneidet zweimal hier so quer rein, dann einmal von oben und dann schneidet man einfach ganz vorsichtig auch runter und man bekommt wunderschöne Würfel. So, die werden geschnitten.
Anschließend holen wir uns einmal die Kürbiskerne. Davon nimmt man 2 gute Esslöffel, wenn man möchte auch ein bisschen mehr. Gibt es in eine Pfanne. Stellt es auf niedrige Temperatur, nicht zu heiß, sonst verbrennen sie. Und röstet sie jetzt ohne Fett etwas an. Gut im Auge behalten, das geht manchmal recht schnell. Nicht, dass die verbrennen. So. Dann nehmen wir den Deckel einmal runter, schalten den Herd an. Nehmen etwas Olivenöl, 2-3 Esslöffel sollten reichen, ein bisschen nach Gefühl. So, das lassen wir einmal heiß werden. So, das Olivenöl sollte jetzt heiß sein. Man erkennt es daran, wenn man den Kochlöffel reinhält, dass es kleine Bläschen wirft. Das heißt, es ist ein gutes Zeichen und man kann loslegen, den Kürbis und die Zwiebel reinzugeben. Das machen wir mit den vollen Händen. Die schwitzen wir etwas an. Das Olivenöl brauchen wir jetzt nicht mehr, das kann weg. So, die Hitze jetzt ein bisschen reduzieren, sonst verbrennen die Zwiebeln, das wollen wir nicht, wir wollen sie lediglich andünsten. So, und wenn das ein bisschen angebraten ist, kann auch jetzt der Ingwer dazu. Den nehmen wir mit der Messerspitze. Der kommt da nicht zu. So, jetzt kommen wir zu dem Curry. Wir nehmen einen Esslöffel voll, das sollte reichen. Streut den etwas rüber und dreht den auch mit an. So, man merkt, es duftet schon. Wir rösten das Ganze und dann löschen wir das mit der Brühe ab. Das sind 600 ml Gemüsebrühe. Wer mag, kann auch Rinderbrühe verwenden. Nur Mut und rein damit. So, das kocht jetzt schön ein. Wenn man das verrührt hat, kann man auch einmal an die Kürbiskerne denken und die vom Herd nehmen. Die sollten jetzt fertig sein. Ja, im Prinzip war es das schon fast. Das köchelt jetzt, 20 Minuten lang ungefähr. Man kann dann kurz mit dem Messer reinpieksen, ob das weich ist. Und in der Zwischenzeit können wir weitergehen zu einer Nachspeise, die ich euch vorstellen möchte. Und jetzt machen wir noch einen ganz leichten Fruchtquark im Glas. Wirklich sehr lecker und sehr geschmackvoll. Nicht zu süß, das finde ich ganz schön. Das ist innerhalb von 20 Minuten ungefähr gemacht, so lange wie die Suppe köchelt. Super, kann man da zwischendurch drin machen. Wir brauchen dafür 200 Gramm Beeren, was auch immer ihr mögt. Wenn Erdbeersaison ist, natürlich sind Erdbeeren ganz klasse. Jetzt kriegt man die nicht so, aber ihr könnt gerne auf Heidelbeeren, Johannisbeeren, alles Mögliche zurückgreifen. Das haben wir hier. Dann haben wir Magerquark. Dann haben wir eine Banane. Man braucht Vanillezucker, etwas Zitronensaft, etwas Puderzucker und etwas Schlagsahne. So, wir legen los mit den Beeren. Die sind natürlich schon gewaschen. Die müssen wir etwas klein schneiden. Und legen sie in einen anderen Teller. Wir marinieren den gleich in Puderzucker und Zitronensaft. Wenn ihr habt, zieht gerne ein paar Handschuhe an, weil wenn man Beeren schneidet, alles was Farbe hat, man kriegt einfach rote Finger und es dauert ewig, bis das wieder sauber wird. So, das hätten wir.
Dann braucht ihr den Puderzucker. Wir nehmen 2 Esslöffel davon. Wir streuen ihn schön drüber. Oh, ein bisschen mehr. Das ist okay. Dann etwas Zitronensaft. Wenn man so die Hand vorhält etwas oder einfach so in die Hand reinlaufen lassen, dann bleiben auch die Kerne draußen. So, nicht zu viel. Das pürieren wir etwas, so dass der Zucker sich schön auflöst und dann gibt es nämlich auch eine ganz tolle Soße danach. Man kennt es von den Erdbeeren, wenn man die im Mai schön erntet und dann anrichtet, gibt es eine ganz tolle Soße und das klappt halt auch mit den Waldbeeren. So, das können wir erstmal so stehen lassen, das zieht vor sich hin. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Banane. Die nehmen wir, schneiden das Ende ab, halbieren die einfach, einmal schälen. So, die eine Hälfte schneiden wir in Scheiben. Legen sie etwas beiseite. Die andere Hälfte zerdrücken wir mit einer Gabel. Die Banane sollte schön weich und reif sein. Natürlich auch ein toller Geschmack. Ja, das Ende schneiden wir hier noch ab. So. Dass man ein schön weiches Bananenmus hat. Dann holen wir uns eine große Schüssel. Wir schieben das alles mal ein bisschen beiseite. Nehmen den Magerquark. In eine Schüssel geben. Und dann brauchen wir den Vanillezucker. Da reicht ein Päckchen. Man kann auch ganz toll frischen Vanillezucker selber herstellen. Einfach eine Vanilleschote in ein Schraubglas mit Zucker legen. Etwas warten, 2-3 Wochen. Und dann hat man ganz tollen selbstgemachten Vanillezucker. So. In den Teil kommt jetzt die zerdrückte Banane rein. Das vermischen wir. Das will nicht so ganz. So. Dass eine schön cremige Masse entsteht. So, das sollte genügen. Dann werden wir die Schlagsahne einmal zu uns nehmen. Wir brauchen circa einen halben Becher, ein hohes Gefäß. Und die wird jetzt nicht ganz steif geschlagen, sondern nur so halb, so schön cremig. Mehr muss nicht sein. So, das ist jetzt ungefähr ein halber Becher. Einmal unsere Küchenmaschine. So, jetzt. Gut. So, die ist jetzt, wie ihr seht, nicht ganz steif geworden. Das ist in Ordnung. Die sollte schön cremig sein, damit der Quark schön sämig wird. So, wir nehmen wieder unseren Quark, nehmen unsere Früchte, die sind jetzt schön eingelegt. Wie ihr seht, hat sich ein ganz toller Saft gebildet, der ist wirklich schön süß. Und das kommt jetzt unter die Masse. Und da kommen jetzt auch unsere Bananenscheiben rein. Dazu kommt unsere halbsteife Sahne.
schön cremig. Das wird jetzt einmal schön durchgemixt. Nicht zu doll, weil sonst gehen die Früchte kaputt. Sonst könnte man das ja auch gleich pürieren. Wie ihr seht, kommt da eine ganz tolle Farbe. Und wirklich ganz viele verschiedene Geschmäcker zusammen. So, jetzt haben wir ein kleines Glas. Ihr könnt auch ein Schälchen nehmen. Was auch immer ihr zu Hause habt, das ist total egal. Ihr nehmt ein bisschen von unserer Masse. Füllt es in das Glas. So. Dann haben wir hier noch ein paar Beeren, die wir jetzt noch nicht drin hatten. Etwas zum Dekorieren, damit es auch hübsch aussieht. Das Auge ist mit, das ist ja immer ganz wichtig. So, da haben wir unsere Nachspeise, ein Fruchtquark mit Beeren. Ganz leicht, ganz simpel, tierisch lecker, guten Appetit. 20 Minuten sind vorbei und der Kürbis sollte durch sein. Das werden wir jetzt einmal testen. Wir pieksen ein bisschen mit dem Messer rein. Man merkt, es ist schön weich geworden. Auch die Schale. Super. Das ist gut. Der Herd kann jetzt ausgeschaltet werden. Gekocht werden muss nicht mehr. Wir stellen das ein bisschen beiseite, damit es nicht mehr so blubbert. Jetzt braucht ihr einmal einen Becher Sahne. Und ein Pürierstab. Es geht auch im Mixer, wenn man keinen Pürierstab zur Hand hat. Wir füllen das einfach dazu. Wir nehmen jetzt den Pürierstab. Wenn ihr keinen habt, geht es auch mit dem Mixer. Einfach dann die Suppe rein, durchpürieren und dann geht das auch. Ich habe einen Pürierstab, von daher los geht's. Man sollte ein bisschen vorsichtig arbeiten, das spritzt manchmal. Daher immer ein bisschen mit Gefühl. Es geht auch ganz gut, wenn man das dann ein bisschen kippt. So, das sieht gut aus. Den Pürierstab legen wir jetzt beiseite, den brauchen wir nicht mehr. Im Prinzip sind wir schon noch fast fertig. Wir werden jetzt noch ein bisschen abschmecken mit Salz, Pfeffer und Zitrone. Und dann kann man auch schon anrichten. Wir nehmen ein bisschen Salz. Erstmal probieren wir so. Ja, schon nicht schlecht. Nehmen ein bisschen Salz dazu. Alternativ könnte man auch noch ein bisschen Brühe reinkippen. Das geht natürlich auch. Ein bisschen Pfeffer. Und wer mag, auch ein bisschen Zitrone. Das gibt nochmal einen ganz frischen Geschmack. Sehr erfrischend, sehr lecker. Auch wieder ein bisschen die Kerne auffangen. So, das war's. Einmal umrühren. Ihr seht, das ist eine ganz tolle cremige Konsistenz geworden. So, wie es sein soll. Ihr braucht eine Kelle, einen Teller. Und da ist unsere Kürbissuppe. Die kann man jetzt noch mit einigen Dingen verfeinern. Wir haben ja unsere Kürbiskerne hier vorbereitet gehabt. Die streuen wir auch ein bisschen drüber. Eigentlich bleiben sie da oben schwimmen. So. Wer hat, kann auch gerne Kürbiskernöl nehmen. Das ist ein bisschen teuer, aber es hält sich recht lange und es schmeckt vor allen Dingen sehr, sehr lecker. Und auch hier ist das Auge mit. Etwas Petersilie.
Das ist die asiatische Kürbissuppe, wirklich auch ganz schnell und einfach und schmeckt hervorragend. Guten Appetit!